Ja, zudem hat die US-Notenbank Fed auch noch ein Krisenabwehrpaket geschnürt. Doch davon lassen sich die Finanzmärkte offenbar nicht beruhigen. Der deutsche Aktienindex DAX rutschte bis zum Mittag tief unter die 9.000-Punkte-Marke und damit auf den tiefsten Stand seit mehr als 5 Jahren. Ja, überall ziehen Banken und Regierungen Konsequenzen, stellen Milliardenhilfen zur Verfügung. Klaus Ranajakisch an der Frankfurter Börse, warum verpufft das alles offenbar an den Finanzmärkten? Nun, das liegt im Wesentlichen daran, dass im Moment noch niemand einen Überblick hat, was für einen Schaden da insgesamt durch diese Krise auf die Wirtschaft zuläuft. Und in Zeiten, in denen man nichts berechnen kann, in denen alles nicht klar ist, in denen Unsicherheit herrscht, neigen eben Anleger immer dazu, Aktien zu verkaufen. Und genau das haben wir auch heute wieder gesehen. Hinzu kommt, dass die Maßnahme der amerikanischen Notenbank, die in der Tat nun den Leitzins wieder auf fast null gesenkt hat, nicht nur verpufft ist, sondern teilweise sogar leichte Panik ausgelöst hat, weil viele diesen Schritt für etwas übertrieben sehen. Angesichts der Tatsache, dass eine Notenbank im Moment sowieso nichts groß ausrichten kann. Denn diese Krise unterscheidet sich natürlich von der Finanzkrise von 2008, 2009. Damals waren vor allem die Banken im Mittelpunkt und natürlich die massive Verschuldung. Da konnten die Notenbanken, die ja auch noch sehr viel Potenzial damals hatten, etwas zu tun, auch etwas ausrichten. Das geht im Moment nicht, weil dieser Virus natürlich an ganz anderen Ecken ansetzt in der Wirtschaft und dementsprechend man hier eher direkte Hilfen des Staates braucht, um zum Beispiel Unternehmen zu helfen, die in Schlingern geraten, weil ihnen eben die Mittel ausgehen, weil eben keine Kunden mehr da sind. Der deutsche Aktienindex rutschte zeitweise heute bis zu 10% knapp ins Minus. Jetzt erholt er sich ein bisschen. Das Börsenbarometer bei 8.711 Punkten, 519 weniger als am vergangenen Freitag, aber immer noch ein dickes Minus von über 5%. Der Reisekonzern TUI ergreift angesichts der Corona-Krise drastische Maßnahmen. Wie sehen die aus? Ja, in der Tat. Dort hat man weite Teile des Geschäftes erst einmal eingestellt. Insbesondere auch das wichtige Spanien-Geschäft bis zum 27. März wird dort nichts laufen. Auch der Konkurrent Altours hat das angekündigt. Die Kunden bekommen natürlich ihr Geld zurück. Aber für die Unternehmen sind das natürlich dramatische Einschnitte, die dazu führen, dass möglicherweise auch die TUI ebenfalls Überbrückungskredite benötigt. TUI ist immerhin Europas größter Reiseveranstalter. Da sieht man mal, wie so eine Krise auch wirklich große, wichtige und bedeutende Unternehmen in Schlingern geraten lässt. Der Aktienkurs der TUI rutscht heute zeitweise bis zu 40% ins Minus. Also Corona schlägt hier an allen Arten und allen Facetten deutlich zu. Klaus Ranajakisch, vielen Dank nach Frankfurt. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf den Flugverkehr aus. Als erstes Bundesland will Baden-Württemberg den Betrieb an allen Flughäfen des Landes im Laufe der kommenden Tage einstellen, wie die Landesregierung mitteilte. Passagiere, die jetzt noch im Ausland sind, sollten aber zurückfliegen können. Zudem prüfe man Ausnahmen für den Frachtverkehr. China vermeldet einen Einbruch der Industrieproduktion von 13% im Vergleich zum Vorjahr. Der Hintergrund: Große Teile der chinesischen Wirtschaft liegen seit mehr als 7 Wochen aufgrund der vielen Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus praktisch lahm. Gleichzeitig geht es im Reich der Mitte aber auch ganz langsam wieder voran. Die Zahl der Neuinfektionen ist laut offiziellen Angaben stark zurückgegangen. Die ersten Fabriken haben ihre Tore wieder geöffnet. Seit 6 Tagen wird in Chinas Metropole Wuhan wieder gearbeitet. Die Produktion wieder hochfahren, nach Wochen des Corona-Stillstands, noch nicht mit allen Mitarbeitern. Wie lange wird es dauern, bis die chinesische Wirtschaft wieder normal läuft? Das wird noch Wochen und Monate dauern. Wir sehen im Moment, dass an vielen Stellen die Produktion zwar wieder aufgenommen wurde, aber das ist von Provinz zu Provinz sehr unterschiedlich, auch von Industrie zu Industrie. Zum Teil liegt das weiterhin nur bei 30-40%. Automobilindustrie geht langsam auf die 50 zu. Das heißt, es ist klar, dass es da wirklich noch einige Zeit dauern wird, bis da der Normalbetrieb wiederhergestellt werden kann. Unternehmen wie VW in China haben durch Corona aktuell 74% weniger Umsatz gemacht als vor einem Jahr. Und die chinesische Exportwirtschaft wird durch die Pandemie 2020 möglicherweise 1-2% an Wachstum verlieren, so Fachleute. Jetzt geht es erstmal darum, den Konsum wieder anzukurbeln. Da geht es darum, dass beispielsweise Rabatte gegeben werden für den Autokauf. Auch die Logistik soll wieder in Fahrt kommen. Da werden Fluglinien subventioniert, dass sie ihren Betrieb wieder aufnehmen. Was bemerkenswert ist, dass die Zentralbank sich bislang zurückhält,
sozusagen die Geldpolitik sehr stark zu lockern. Vielleicht ein Trumpf, den Präsident Xi erstmal im Ärmel behält. Denn was wäre, wenn eine zweite Corona-Epidemiewelle in China ausbrechen würde? Zahlen mit Blick auf die Infektionsrate, Todesrate, Neuansteckungen etc. aus China können wir weitestgehend trauen. Die Einschätzung, ob jetzt eine zweite Epidemiewelle da stattfinden wird, überlasse ich den Experten für solche Fragen. Ich denke, es ist nicht ausgeschlossen. Klar ist, der Einbruch der chinesischen Wirtschaft durch das Coronavirus wird die Weltwirtschaft über einen längeren Zeitraum stark treffen. Die Auswirkungen des Coronavirus bestimmen zurzeit die Schlagzeilen. Andere Themen sind deswegen aber nicht vom Tisch, wie zum Beispiel der Klimaschutz. In Berlin hat Umweltministerin Schulze heute die deutsche Klimabilanz für das vergangene Jahr vorgestellt. Demnach ist der Treibhausgasausstoß im Vergleich zu 2018 überraschend deutlich zurückgegangen. Der Grund: Es wurde mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen. Beim Heizen und im Verkehr stieg der CO2-Ausstoß aber. Weniger Emissionen bedeuten mehr Klimaschutz und 2019 wurde der Löwenanteil von insgesamt 54 Millionen Tonnen CO2-Emissionen bei der Stromproduktion aus Kohle eingespart. Unter anderem der steigende CO2-Preis im europäischen Emissionshandel machte Strom aus erneuerbaren Energien wirtschaftlich attraktiver, so die Umweltministerin. Was viele schnell wieder vergessen haben, wir haben den Kohleausstieg nicht erst in diesem Jahr eingeleitet, sondern schon 2016. Seitdem sind 8 Braunkohleblöcke in die sogenannte Sicherheitsreserve gegangen. In der Summe sind 51 Millionen Tonnen Minderung in der Energiewirtschaft erbracht worden. Insgesamt ist die Bilanz positiv, doch aus zwei Bereichen gibt es weniger gute Nachrichten. Noch immer werde zu viel Energie bei Gebäuden verbraucht. Die Sanierung des Bestandes komme viel zu langsam voran. Beim Verkehr gibt es seit 1990 praktisch keinen Rückgang der CO2-Emissionen. Derzeit bestehe zudem die Gefahr, dass die Corona-Krise die Diskussion um politische Maßnahmen zum Klimaschutz überlagere. Wir sind im Augenblick in einem Krisenmodus, in einem Corona-Krisenmodus. Ich würde Sie gerne daran erinnern, dass wenn wir jetzt Klimaschutz nicht massiv in Deutschland, Europa und weltweit vorantreiben, dann kommen wir in einen globalen Krisenmodus hinein, der dann klimagetrieben sein wird. Doch der weitere Ausbau erneuerbarer Energien stockt derzeit. Bundesregierung, Länder und die Koalitionspartner können sich zum Beispiel nicht über Abstandsregeln für Windräder einigen. Mehr als 1 Milliarde Euro ist auch für einen finanzkräftigen Konzern wie Apple eine empfindliche Strafe. Französische Wettbewerbshüter verhängten sie jetzt nach einer Beschwerde aus dem Jahr 2012 gegen den Apple-Vertrieb. Der Vorwurf: illegale Vereinbarungen. Apple hätte sich damals mit 2 Großhändlern abgesprochen und dadurch den Markt gleichgeschaltet. Zudem habe der Konzern unter anderem über restriktive Vertragsklauseln dafür gesorgt, dass Geräte von spezialisierten Apple-Händlern nicht günstiger als in den eigenen Geschäften verkauft worden seien. Das Technologieunternehmen widersprach den Vorwürfen. Soweit die Wirtschaft für den Moment. Bis später.